her. Alle mal mit. So lange ein Wort kennt, gell? War gut. Es war kurz und bündig, oder? Ich hätte es gut hergefunden. Sehr, sehr schön. Aber hier in einem besonderen Wagen dabei sehen wir hier oben schon. Schon wieder jemand. Bist du auch eine? Oh je, eine Hex, die bist du was zum Trinken braucht vorab, oder wie? Damit sie den Umzug schafft, oder wie ist das bei euch? Du dabei, selbe. Und auf die Schelmenwinkler der Kittenheim. Drei Kräftiges. Schelme! Winkler! Schelme! Winkler! Schelme! Ihr seid benannt nach einer Ruine bei euch daheim. Auf dem Schlossberg. Aus der Burg Staufen, jetzt? Ja, das kennen wir. Oh, aber das ist Tatsache, da schlauft die Unterhose bis auf den Boden rum. Das muss ein bisschen. Luft hier. Vielen Dank. Du große Kavalier, du! Oh je, oh je, oh je! Und zwar die Stockbach-Hexe aus Wintershausen. Aber
Rechtlich erst gegründet am 23.01.2023. Also so, sie haben gerade so ihr Einjähriges. Aber wir freuen uns natürlich sehr, sehr arg, dass ihr hier seid und auch der Hammer, dass ihr einen Hexerwagen dabei habt. Also das ist schon echt. Jahr. Großer Respekt Weltklasse. Und ein großer Applaus bitte hier vom Publikum. Und direkt gefolgt von unserer Staffel 71, von den Bülow-Quetsche-Leute, gegründet 1993. Also auch schon mal hier alt, gell? Mich eben abschrecken. Und als nächstes dürfen wir die Diabolos begrüßen. Also wenn ich euch schon von hier oben sehe, kriege ich ein bisschen. Und auch die Diabolos, drei Kräftige, Teufelsgut, Diabolos. Und ihr seht uns wirklich gut aus, muss man sagen. Eine wunderschöne Maske, die Hörner. Die Diabolos wurden 2009 gegründet, sind mittlerweile um die 10 Mitglieder, beziehungsweise haben sich 10 angemeldet heute. Und es ist einfach sensationell, wie die Kuhglocke hinten dran. Als nächstes haben wir die Wettsteuerbeißer aus Leckerhausen. Und auf euch ein dreifach kräftiges Wettsteuer! Das sind auch einige. Da hinten kommt Macher Lärm!
Die machen hier schon ziemlich Lärm, was natürlich recht ist. Als nächstes dürfen wir noch begrüßen die Narren zum Nufringen mit ihrer Schildbogenhexe, den gründet 2009. Und auch die Narren zum Nufringen führt uns eine kleine Pyramide vor. Oder wenn ich mal gespannt war, die Hexe mit dem Rollator. Oh, die macht mit. Machst du mit? Oh, doch. Oh, sie zeigt mir den Vogel. Seit ihr sein könnt, dass er so oben drauf springt. Mit dem Rollator zusammen nur. Ah, die stützt nur. Ein großer Applaus! Für die Schönbuchhexe! Hex, Hex! Schönbuchhex! Hex, Hex! Schönbuchhex! Hex, Hex! Schönbuchhex! Hier war eine Gange dumm! Ihr kümmert euch gut drum, oder? Und jetzt rennt sie ja. Vielen Dank. Und als nächstes dürfen wir die Kräuterhexe aus Betzinger willkommen heißen. Und auch sie zeigen uns was vor. Und in Feuer nochmal. Was kochen ihr da? Und irgendwie brennt es da ein bisschen. Mal das Hüpple. Gibt's da was zum Essen, oder? Und auf die Kräuterhexe Betzinger ein dreifach kräftiges Kräuter! Hexe! Kräuter! Hexe! Kräuter! Hexe! Vielen Dank, dass ihr hier seid! Mega Pyramide! Eine super Pyramide! Respekt! Und dabei habt ihr trotzdem auch noch euren Schauderin. Sind dabei? Schau da so, wie schwer der Fuß ist, oder wie? Oh je, hast schon einen weißen Fuß, gell? Das kann jedem mal passieren, wir verstehen's. Das wird. Du hast es gleich geschafft, der Umzug ist nämlich so lang. Das wird. Und last but not least. Dürfen wir Stolpung, Sindel und Treiber aus Metzingen begrüßen. Das Beste kommt zum Schluss sehr, sehr gut. Das Highlight des Tages. Auch ein wunderschönes Gefährt bei euch. Und auch sie lassen sich nicht nehmen, uns noch eine wunderschöne Pyramide zu zeigen. Vielen Dank. Das Beste muss nicht schlecht sein, wenn man sieht, die haben einiges drauf.